In Calw, dem alten Schwarzwaldstädtchen im engen Tal der Nagold, hat Hermann Hesse seine ersten Wahrnehmungen, seine ersten Lebenserfahrungen gemacht. Der Marktplatz und die steilen Gassen, der Fluss und der Wald gehörten zur Welt seiner Kindheit. Zu ihnen kehrte er in seinen frühen Erzählungen immer wieder zurück. Am 2. Juli 1877 kam er in einem Haus am Marktplatz zur Welt. In Calw hat er die glücklichsten Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht. Heimat heißt vertraut sein. 1918 erinnert er sich. Vor 30 Jahren, da saß hinter all diesen vielen Fenstern kein Mädchen und kein Mann. Keine alte Frau, kein Hund und keine Katze, die ich nicht gekannt hätte. Über die Brücke lief kein Wagen und trabte kein Gaul, von dem ich nicht wusste, wem er gehöre. Und so kannte ich alles. Die vielen Schulbuben und ihre Spiele und Spottnamen, die Bäckerläden und ihre Ware, die Metzger und ihre Hunde, die Bäume und die Maikäfer und Vögel und Nester darauf, die Stachelbeersorten in den Gärten. Hermann Hesse stammte nicht aus einer einheimischen Calver Familie. Seine Eltern standen im Dienste der evangelischen Basler Mission. Der Vater kam aus Estland und hatte als Missionar in Indien gearbeitet. Als er krank zurückkehren musste, wurde er nach Calw entsandt, um beim Calver Verlagsverein das Basler Missionsblatt herauszugeben. Die Welt der Mission war in Hesses Kindheit allgegenwärtig. Seine Mutter war als Missionarstochter an der Malabarküste Südwestindiens aufgewachsen. Bilder und Lieder aus Indien waren ihm von klein auf vertraut. So hat der junge Hesse von Anfang an zwei Welten kennengelernt. Es gab die überschaubare schwäbische Kleinstadt mit ihrer überlieferten Ordnung, ihren sesshaften Menschen und ihrer Handwerkertradition. Und es gab die ferne indische Kultur mit ihren eigenen Lebensformen, Sprachen und Rhythmen. Mit wachen Sinnen eroberte sich der junge Hermann die Stadt und ihre Umgebung, die Berge, den Fluss, den Wald. Ein Lieblingsspielplatz war am hohen Felsen. Hier zündete er selbst gebastelte Feuerwerkskörper. Aber neben dieser Außenwelt erlebte er in aller Intensität die Innenwelt, die sich vor allem im Haus der Eltern seiner Mutter auftat. Wie ein geheimnisvolles Zauberreich kam ihm die Bibliothek des Großvaters Hermann Gundert vor, in der es nach Pfeifenrauch und Kaffee und alten Büchern roch. Als Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber von Missionsliteratur leitete Hermann Gundert den Calver Verlagsverein. Er war einer der Pioniere der evangelischen Mission in Indien gewesen, ein schwäbischer Theologe, der auch ein bedeutender Indologe und Sprachgelehrter war. Er hielt nicht nur seine Predigten auf Hindustani ab, sondern übertrug auch indische Versepen ins Deutsche. Seine Wertschätzung anderer Kulturen faszinierte den jungen Enkel Hermann Hesse. In anderen Schränken des Großvaters stand und hing und lag noch viel anderes Wesen und Geräte. Ketten aus Holzperlen wie Rosenkränze, palmblätterne Rollen mit eingeritzter alter indischer Schrift beschrieben, kleine Götterbilder aus Holz, aus Glas, aus Quarz, aus Ton, messingene Becher und Schalen. Und dieses alles kam aus Indien und aus Ceylon. Aus Siam kam es und aus Birma. Und alles roch nach Meer, Gewürz und Ferne, nach Zimmet und Sandelholz. Und alle diese Dinge gehörten dem Großvater. Und er, der alte, ehrwürdige, gewaltige, im weißen, breiten Bart, allwissend, mächtiger als Vater und Mutter, er war im Besitz noch ganz anderer Dinge und Mächte. Er war auch ein Magier, ein Wissender, ein Weiser. Er konnte Pali und Sanskrit schreiben und sprechen. Er konnte kanarisische, bengalische, hindustanische, singalesische Lieder singen. Er kannte die Gebetsübungen der Mohammedaner und der Buddhisten, obwohl er Christ war und an den dreieinigen Gott glaubte. Niemand wusste so wie er Bescheid darum, dass unsere Stadt und unser Land nur ein sehr kleiner Teil der Erde war, dass 1000 Millionen Menschen andere Sitten, Sprachen, Tugenden und Laster hatten als wir.
In der Kleinstadt Calw war das geistige Klima vom Pietismus geprägt, vom frommen Bemühen, ein Leben nach der Heiligen Schrift zu führen. Das Reich der Welt kann nicht das Reich Gottes sein, lehrt dieses Erbauungsbild. Zu Leben und Seligkeit führt nur der schmale, steile Weg des Gebets und der Entsagung. Der breite Weg mit weltlichen Genüssen wie Gasthöfen und Theater endet fürchterlich in Tod und Verdammnis. So engherzig legten Hermann Hesses Eltern ihren Glauben nicht aus. Dafür waren sie zu sensibel und weltoffen. Maria Hesse hatte eine reiche Fantasie und war sehr musikalisch. Johannes Hesse konnte nicht singen, er war eher ein Leidender und Suchender. Das Leben betrachteten sie als Dienst und Opfer vor Gott. Das sollte auch für ihre Kinder gelten. Übrigens war auch mir meine Erziehung nicht leicht und sanft erschienen. Trotz der unerschöpflichen Liebeskraft der Mutter und dem ritterlichen, delikaten und zarten Wesen des Vaters. Streng und hart waren nicht sie, sondern das Prinzip. Es war das pietistisch-christliche Prinzip, dass des Menschen Wille von Natur und Grund aus böse sei. Und dass dieser Wille also erst gebrochen werden müsse, ehe der Mensch in Gottes Liebe das Heil erlangen könne. Wir lebten unter einem strengen Gesetz, das vom jugendlichen Menschen seinen natürlichen Neigungen, Anlagen, Bedürfnissen sehr misstrauisch dachte und unsere angeborenen Gaben, Talente und Besonderheiten keineswegs zu fördern bereit war. Bereits mit 12 Jahren zeichnete sich ein Lebensplan für den jungen Hermann ab. Dieser entsprach der schwäbischen Familientradition und führte von der Lateinschule in Calw über eine Aufnahmeprüfung, das Landexamen, ans evangelische Seminar in Maulbronn. Der Weg setzte sich dann mit dem Studium am evangelischen Stift in Tübingen fort. Am Ende war aus dem Lateinschüler ein württembergischer Pfarrer oder Lehrer geworden. Das Kloster Maulbronn wurde vor 850 Jahren, im Jahr 1147, von Zisterziensermönchen gegründet. Nach der Reformation richtete der württembergische Herzog hier eine Klosterschule ein, um den Nachwuchs an evangelischen Pfarrern und Lehrern auszubilden. Daraus entstand das evangelisch-theologische Seminar, in das der nunmehr 14-jährige Hermann Hesse im September 1891 eintrat. Wie alle Seminaristen erhielt er ein Stipendium vom Staat. In der Stube Hellas sollte sich Hesse 4 Jahre lang mit Latein und Griechisch, Hebräisch und Französisch befassen. Seine klassischen und literarischen Studien setzte er auch mal zeichnerisch um. Das Unbeschwerte dieses Kitzen trügt. Trotz guter Fortschritte begann Hermann Hesse immer mehr am Sinn dieser schulischen Ausbildung zu zweifeln. Nach außen passte er sich an, der innere Druck aber nahm zu. Die Sache war so. Von meinem 13. Lebensjahr an war mir das eine klar, dass ich entweder ein Dichter oder gar nichts werden wolle. Zu dieser Klarheit kam aber allmählich eine andere, peinliche Einsicht. Zu allen Berufen der Welt gab es einen Weg. Gab es eine Schule, einen Unterricht für Anfänger. Bloß für den Dichter gab es das nicht. Es war erlaubt und galt sogar für eine Ehre, ein Dichter zu sein. Ein Dichter zu werden aber, das war unmöglich. Es werden zu wollen, war eine Lächerlichkeit und eine Schande, wie ich sehr bald erfuhr. Hesses Lieblingsplatz in Maulbronn war der Hohenackersee, der versteckt in den Wäldern nahe des Klosters liegt. Ein zutiefst romantischer Ort, wie geschaffen für einen lyrischen und Heine lesenden Jüngling, so wie ihn Hesse später in seinem Roman Unterm Rad beschreiben wird. Hesse war voll Sehnsucht nach der Welt und nach der Kunst, sah sich aber in Maulbronn unaufhaltsam auf eine Laufbahn zusteuern, die seinen Neigungen überhaupt nicht entsprach.
Er wäre zwar, wenn er sich wohl verhielte, bis an sein Lebensende staatlich versorgt und untergebracht, aber um den Preis der eigenen Persönlichkeit. So sah ich zwischen mir und meinem fernen Ziel nichts als Abgründe liegen. Alles wurde mir ungewiss. Alles entwertet. Nach nur 7 Monaten im Seminar, am 7. März 1892, läuft Hesse einfach weg. Er übernachtet in einem Strohhaufen auf freiem Feld und wird erst am nächsten Tag gefunden und wieder zurückgebracht. Die Lehrer befürchten, er könnte geistig verwirrt sein und eine Gefahr für seine Mitschüler werden. Die Eltern sind entsetzt und ratlos. Mit seiner Flucht aus Maulbronn hat Hermann den für ihn vorgesehenen rechten Weg verlassen. Nach einem missglückten Selbstmordversuch befürchten auch die Eltern, dass er verrückt sei und bringen ihn in die Heil- und Pflegeanstalt nach Stetten. Hermann nimmt seine Geige mit, er spielt Schumanns Träumerei, bis ihm eine Saite zerspringt. Er ist erst 15 Jahre alt, Insasse einer Nervenheilanstalt, die Diagnose lautet Melancholie, in Klammern primäre Verrücktheit. Vor einem Jahr noch war er der Hoffnungsträger der Familie. Die Situation scheint ihm aussichtslos. Er wehrt sich verzweifelt, schreibt flehentliche Protestbriefe nach Hause. Der Vater erklärt ihm, das Unnormale besteht darin, dass du dich in deinen Urteilen, Reden und Handeln ausschließlich von den Lust- und Unlustempfindungen, nicht von sittlichen Gesichtspunkten bestimmen lässt. Hermann schreibt zurück, Ihre Verhältnisse zu mir scheinen sich immer gespannter zu gestalten. Ich glaube, wenn ich Pietist und nicht Mensch wäre, wenn ich jede Eigenschaft und Neigung an mir ins Gegenteil verkehrte, könnte ich mit Ihnen harmonieren. Aber so kann und will ich nimmer leben. Und wenn ich ein Verbrechen begehe, sind nächst mir Sie schuld, Herr Hesse, der Sie mir die Freude am Leben nahmen. Hesses Beharren auf seinen eigenen Weg, sein Eigensinn macht ihn für viele zum Vorbild. Doing your own thing. Das geht durch seine ganze Jugend. Der Junge sei so eigensinnig. Das war er ja auch, nicht? Er rannte weg aus den Schulen, er machte Selbstmordversuche. Später betrank er sich, ging mit Leuten, die als, wie sie dann auch im Steppenwolf aufkreuzen, über Nacht weg. Man wusste nicht, wo er war. Also ein eigensinniges Kind. Und dieses Wort Eigensinn gebrauchen die Eltern ja also als Negativum. Ein Ersatzwort für Trotz. Und dieses Wort hat Hesse auf ganz erstaunliche Weise im Lauf seines Lebens in ein Positives verkehrt. Das ist für ihn höchstes Ziel des Menschseins, Eigensinn, den eigenen Sinn. Er nimmt die beiden Worte ja auch einander. Finde deinen Sinn in dir selbst. Werde der du bist, werde der du sein sollst. Das ist für ihn Eigensinn. Und ich empfinde, dass er das immer, wenn er darüber so viel geschrieben hat in seinem Lebenswerk, dieses Wort Eigensinn geht ja durch sein ganzes Werk, dass er das immer auch ein bisschen seinen Eltern mitsagt. Dieses Eigensinnig, was ihr mir da angedichtet habt, als ob ich trotzig und als ein Negativum, das ist in Wirklichkeit ein Positivum. Das ist gerade das Ziel meines Lebens. Eigensinn zu entwickeln, den Sinn meines Lebens in mir selbst zu finden und nirgendwo anders. Der Eigensinn zahlt sich aus. Mit 27 Jahren ist Hermann Hesse bereits Bestsellerautor. Beim S. Fischer Verlag befindet er sich in erlauchter Gesellschaft mit Thomas Mann und Hugo von Hofmannsthal. Sein Roman Peter Camenzind erscheint 1904. Bereits nach 14 Tagen ist die erste Auflage vergriffen. Übermütig schreibt er an Stefan Zweig, Es lebe Peter Camenzind. Ohne den hätte ich nicht heiraten und nicht hierher ziehen können. Er hat mir 2500 Mark eingebracht. Davon kann ich 2 Jahre leben, wenigstens, wenn ich hier bleibe. Hier, das ist die Höri-Halbinsel am Bodensee. Geienhofen, einem kleinen Dorf auf der Höri,
mietet Hesse ein altes Bauernhaus. Es ist, wie er später schreibt, die erste legitime Werkstatt seines Berufes, die erste Zuflucht seiner jungen Ehe. 1904 hat er die Baslerin Maria Bernoulli geheiratet, die erste Berufsfotografin der Schweiz. 1905 wird ihr erster Sohn Bruno geboren. Zwölf Jahre waren vergangen, seitdem Hermann Hesse sich in Stetten so heftig mit dem Vater angelegt hatte. Mit 16 hatte er die Schule ohne Reifeprüfung verlassen, er durfte also nicht studieren. Das hielt ihn aber nicht davon ab, seinen eigenen Studienplan aufzustellen und sich planmäßig zum Dichter weiterzubilden. In Tübingen ging er in die Lehre. Um des Familienfriedens willen absolvierte er in der Heckenhauerschen Buchhandlung die Ausbildung zum Buchhändler. Da jetzt mein Privatstudium mit meinem Beruf sich fast völlig deckt, ist ja mein Denken und Arbeiten keine Sünde, keine Allotria mehr und hat auch äußerlich das Recht erworben, mein Leben zu erfüllen. Die Hauptsache für Hesse war das, was er nach der Arbeit auf seiner Stube tat. Lesen. Wie ein Goldsucher kam er sich vor. Er vertiefte sich in die Werke Lessings, studierte auch Homer, Sophokles, Euripides. Er nahm sich Herder und Klopstock vor, Jean-Paul und vor allem Goethe. Meine Kollegen flüchten sich abends ins Wirtshaus zu Bier und Karten. Ich flüchte mich vom Äußern der Bücher ins Innere und betreibe planmäßig größere geistesgeschichtliche Studien, die, wie ich hoffe, sich später werden verwerten lassen. 1898 kam Hesses erstes Werk heraus, Romantische Lieder. Der Dichter war 21 Jahre alt. Das Urteil seiner Mutter enttäuschte ihn. Sie lobte die Form und Sprache, aber einige Gedichte taten ihr weh, weil sie Verdacht wecken, als sei die Liebe nicht immer keusch und rein. Nach 4 Jahren in Tübingen zog Hermann Hesse im September 1899 nach Basel, um dort als Buchhandelsgehilfe zu arbeiten. Hier freundete er sich mit Malern und Musikern an. Er las Nietzsche und Schopenhauer, vor allem den Kulturhistoriker Jakob Burckhardt, der für ihn Unabhängigkeit und Nichtkäuflichkeit des Gewissens personifizierte. Er reiste nach Italien. Neben der Arbeit im Buchhandel schrieb er Zeitungsartikel und Rezensionen, Erzählungen und Gedichte. Viele persönliche Erfahrungen und Begegnungen sind in das entstehende Werk unmittelbar eingeflossen, denn das erste und brennendste meiner Probleme war nie der Staat, die Gesellschaft oder die Kirche, sondern der einzelne Mensch, die Persönlichkeit, das einmalige, nicht normierte Individuum. Mit Peter Camenzind kommt 1904 für Hesse der Durchbruch. Der finanzielle Erfolg bedeutet in erster Linie die große Freiheit nach dem Dienstfrohen in Tübingen und Basel. Endlich kann er das Aussteigerleben, das er in Camenzind vorgegeben hat, selbst ausleben. In einer wunderschönen, intakten Landschaft. Für Hesse, wie für viele seiner Zeitgenossen, ist die Nähe zur Natur ein Lebensideal. Bedeutet, den Instinkten zu folgen, nicht der Vernunft. Er genießt sein indianerhaftes Dasein, träumt Vagabundenträume. In den ersten Jahren auf der Höri arbeitet er die Eindrücke und Erlebnisse seiner Kindheits- und Jugendjahre in Calw auf. Es entstehen zahlreiche Erzählungen und Gedichte. 1906 erscheint Unterm Rad und wird zum zweiten Bestseller, sichert den materiellen Erfolg. Hesse versteht sich nicht nur als Dichter und Schriftsteller, sondern auch als Publizist. Er schreibt Beiträge für den Simplicissimus und wird Mitherausgeber der Münchner Zeitschrift März. So reist er häufig vom Bodensee nach München, tauscht sein Dorf mit der Großstadt, sein indianerhaftes Leben mit dem Treiben der Literaten.
Er gefällt sich gern in mundänen Posen. ...1907 baut sich die Hesse-Familie ein eigenes Haus, denn... So dachten und sprachen wir, wenn unsere Kinder nun hier auf dem Lande aufwuchsen, so war schöner und richtiger, wenn sie es auf eigenem Grund und Boden, im eigenen Haus, im Schatten eigener Bäume tun könnten. So mochte Hesse seiner frommen und sesshaften schwäbischen Verwandtschaft beweisen, dass auch die Schriftstellerei einen goldenen Boden haben kann. Der zweite Sohn, Heiner, wird geboren. Aber Hesse fühlt sich in seiner selbst erschaffenen Idylle gefangen. Er bricht aus, immer wieder, geht auf Reisen, ist 5-6 Monate im Jahr unterwegs. Er fährt nach Italien und gäbe seine linke Hand dafür, wieder ein armer, froher Junggesell zu sein. Seine Frau Mia bringt den dritten Sohn, Martin, zur Welt. Wenige Wochen später schifft sich Hesse nach Hinterindien ein. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals unter dem Wort Bauer verstand. Heute jedenfalls glaube ich nichts gewisser zu wissen, als dass ich das genaue Gegenteil eines Bauern bin, nämlich ein Nomade, ein Jäger, ein Unsesshafter und Einzelgänger. 1912 verkaufen die Hesses das Haus in Gaienhofen und ziehen in die Schweiz, nach Bern. Im Jahr 1917 saß Hermann Hesse vor den Ruinen seines bisherigen Lebens. Seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 war er für die deutsche Öffentlichkeit kein verehrter und gefeierter deutscher Dichter mehr, sondern der Drückeberger Hermann Hesse, ein vaterlandsloser Gesell. Von seinem Heim in Bern aus hatte er sich in den ersten Kriegsmonaten gegen die Verteufelung der Kriegsgegner ausgesprochen. Er hatte ja Verwandte und Freunde in der deutschen, österreichischen und russischen Armee. Zugleich hatte er sich als Kriegsfreiwilliger gemeldet, wurde aber wegen seiner starken Kurzsichtigkeit zurückgestellt. Als Drückeberger fühlte er sich diffamiert. In der Neuen Zürcher Zeitung bezog er trotzdem immer wieder Stellung gegen nationalistische Hysterie. Soll es denn dazu kommen, dass Mut dazu gehört, für einen Deutschen ein gutes englisches Buch besser zu finden als ein schlechtes deutsches? Dass er genauso gegen nationalistische Pauschalurteile über Deutschland anschrieb, nahmen seine Kritiker nicht zur Kenntnis. Ich bin gerne Patriot, aber vorher Mensch. Und wo beides nicht zusammengeht, gebe ich immer dem Menschen recht. Von 1915 an arbeitete Hermann Hesse in der Kriegsgefangenenfürsorge an der Deutschen Botschaft in Bern. Er stellte über 250 kleine Bibliotheken für Gefangenenlager zusammen und redigierte Zeitschriften für Kriegsgefangene. Für eigene literarische Arbeit blieb keine Zeit mehr. Mein Vater hat während des Ersten Weltkrieges sehr genau Stellung genommen gegen die Kriegstreiber. Unter anderem hat er damals einen Artikel geschrieben als Antwort auf eine Rede des deutschen Kriegsministers. Und da bekam er einen großen Rüffel von Seiten der deutschen Botschaft in Bern. Die haben gesagt, das darf nie mehr vorkommen. Und von dem Augenblick an hat er sich ein Pseudonym gewählt. Und hieß dann in den künftigen Artikeln, wo er sich mehr oder weniger politisch äußerte, Sinclair. Und auf der anderen Seite hat er sich natürlich auch mit den Pazifisten, mit den betont linken Pazifisten, die eine deutlich kommunistische Ideologie vertraten, hat er sich auch nicht verständigen können, weil er das auch wieder einseitig fand. Für ihn war maßgebend das rein Menschliche, dass man soll den Krieg verhindern, man soll
so rasch wie möglich Frieden machen, das war seine Ansicht. Während die klassischen Pazifisten eigentlich den Krieg nur als Anlass nahmen, um die ganze etablierte Politik aufs Korn zu nehmen. Also in dieser Hinsicht hat er sich zwischen zwei Fronten gesetzt. Hesses Gefühl der Vereinsamung nimmt immer mehr zu. Er fühlt sich auf verlorenen Posten. 1916 stirbt sein Vater. Hesse fällt in eine tiefe Krise. Seine Frau Mia wird geistig immer verwirrter. Sie muss in eine Klinik. Hesse kann nicht mehr weitermachen. Er begibt sich in psychoanalytische Behandlung. Nachdem mir alles, was das Leben mir an äußeren Gütern und Erfolgen gab, wieder zusammengebrochen ist, nach alledem bin ich krank und halb irrsinnig vor Leid zu mir selbst zurückgekommen. Ich habe darüber meinen früheren schönen, harmonischen Stil verloren. Ich musste neue Töne suchen. Aus dieser Lebenskrise heraus entsteht Demian. Die Arbeit vor dem Demian war ziemlich konventionell. Sie kennen doch wohl sicher die Eheroman, den Eheroman aus Halde, den Schulroman Unterm Rad und so weiter. Die sind technisch gesehen ganz normale konventionelle Arbeiten, nicht im Inhalt, aber der Form nach. Aber mit dem Demian hat sich nicht nur der Inhalt verändert, die Form hat sich vollkommen verändert. Und das habe ich darauf zurückgeführt, dass es da ein Zusammenschmelzen des Bewussten und Unbewussten bewusst geschehen ist. Ich meine, das Unbewusste hat auch eine Rolle vorher gespielt, aber jetzt hat er das bewusst, ausgebeutet und in seine Arbeit eingegliedert. Als der Krieg zu Ende geht, muss sich Hesse völlig neu orientieren. Von seiner bürgerlichen Vorkriegsexistenz bleibt nichts mehr übrig. Die Familie löst sich auf, die Söhne sind in Schulen und bei Freunden untergebracht. Hesse bleibt in Bern, bis er seine Kriegsgefangenenarbeit beenden kann. Dann zieht er über die Alpen ins Tessin. In Montagnola, einem Bergdorf bei Lugano, findet Hesse eine Wohnung in einem merkwürdigen Palazzo, der Casa Camuzzi. Er ist fast mittellos und schwankt zwischen Ekstase und Hoffnungslosigkeit. Aber der völlige Neuanfang löst ungeahnte Kräfte aus. Mit dem Gefühl, im Kern seiner Existenz brüchig zu sein und nicht mehr mit langer Dauer rechnen zu dürfen, nimmt man seine Kraft zusammen wie ein alter Baum, der vor dem Umbrechen noch einmal Laub treiben und sich in Samen verewigen will. Wie im Rausch schreibt er in wenigen Wochen Klingsors letzter Sommer. Zum Neuanfang kommt auch ein neues Ausdrucksmittel hinzu, die Malerei. Begonnen hatte Hesse damit während der Psychoanalyse, um seine Träume darzustellen. Es ist so, dass ich längst nicht mehr leben würde, wenn nicht in den schwersten Zeiten meines Lebens die ersten Malversuche mich getröstet und gerettet hätten. Die glühenden Tage wanderte ich durch die Dörfer und Kastanienwälder. Saß auf dem Klappstühlchen und versuchte, mit Wasserfarben etwas von dem flutenden Zauber aufzubewahren. Die warmen Nächte saß ich bis zu später Stunde bei offenen Türen und Fenstern in Klingsors Schlösschen und versuchte, etwas erfahrener und besonnener, als ich es mit dem Pinsel konnte, mit Worten das Lied dieses unerhörten Sommers zu singen. So entstand die Erzählung vom Maler Klingsor. Hesse probiert sein neues Leben, probiert auch das Verliebtsein aus.
Ruth Wenger ist wesentlich jünger als er und besitzt eine große erotische Anziehungskraft. Für kurze Zeit wird sie seine zweite Frau. Die Schönheit der Landschaft kann aber nicht über seinen privaten Zusammenbruch hinwegtäuschen. Auch nicht über die Verzweiflung, die ihn immer wieder überfällt. Er will Geschehenes hinnehmen, die Schuld nicht auf andere schieben und zum Schicksal Ja sagen. Siddhartha entsteht in zwei Anläufen. Dazwischen fällt er wieder ins Bodenlose, nimmt die Hilfe von C.G. Jung in Anspruch. Meine Sache ist, zwischen vielen gespannten Gegensätzen zu schweben und bereit zu sein, wenn das Wunder mich ereilt. Meine Sache ist, unzufrieden zu sein und Unrast zu leiden. Auch jetzt führt Hesse seine zweigeteilte Existenz weiter. Die Wohnung in der Casa Camuzzi lässt sich im Winter nicht richtig heizen. Nach 4 durchgefrorenen Wintern beschließt er, die kalte Jahreszeit in Städten mit warmen Holzböden und guten Öfen zu verbringen, in Baden, Zürich und Basel. Hesse geht inzwischen auf die 50 zu und erlebt einen Lebenshunger, der ihn durch die Städte treibt. Er hangelt sich am Abgrund entlang, der Selbstmord ist ihm ständig nah. In Basel schreibt er tagsüber in der Universitätsbibliothek den Steppenwolf, den er in Zürich vollendet. Mit der Stadt rückt auch die Tagespolitik wieder ganz nahe. Für mich ist der Krieg mit seinen 4 Jahren Mord und Unrecht, mit seinen Millionen Leichen und seinen zerstörten, herrlichen Städten keine alte Geschichte, die jeder Vernünftige doch Gott sei Dank längst vergessen hat, sondern er ist, weil ich die Bereitschaft zu seiner Wiederholung in 1000 Zeichen überall atme, sehe, fühle, rieche, für mich wahrlich eine mehr als ernste Angelegenheit. Mein Vater hat von 1916 weg im Zusammenhang mit der Krise, als sein Vater starb, hatte diesen Weg nach innen begonnen, der eigentlich Politik und all diese Fragen rein organisatorischer Art ablehnt und sagt, es kommt nicht darauf an, es kommt auf den Menschen an, auf den einzelnen Menschen, ob er sich ethisch verhält oder ob er sich falsch verhält. Und das gab natürlich dann auch Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn. Ich war nicht der einzige Sohn, auch meine Brüder waren natürlich einigermaßen links eingestellt, wie in der Zeit in den 30er Jahren eigentlich viele Menschen in der Schweiz. Ich will nicht behaupten, dass wir da große Ausnahmen waren. Und unsere linke Position hat meinen Vater dazu gebracht, dass er uns in Briefen deutlich machte, wenn ihr schon Kommunisten sein wollt, dann müsst ihr bereit sein, auf Leute zu schießen. Aber nicht nur. Kommunismus ist nicht nur eine Salonangelegenheit, sondern da wird es ernst. Und nur dann, wenn ihr bereit seid, dann kann ich euch ernst nehmen. Das war seine Position. 1931 ändert sich Hesses Leben in Montagnola in mehrfacher Hinsicht. Ein Zürcher Gönner baut ein Haus nach Hesses eigenen Angaben und überlässt es ihm als Wohn- und Arbeitsstätte auf Lebenszeit. Das Haus ist auch im Winter warm. Hesse zieht dort mit seiner dritten Frau Ninon ein und bleibt nun ständig in Montagnola wohnen. Über 30 Jahre lang malt und zeichnet er die Landschaft ums Haus. Tausende Aquarelle geben heute noch seine Eindrücke wieder. Viele Stunden verbringt er mit gärtnerischer und köhlerischer Scheinarbeit, wie er das Unkrautjäten und Feuermachen nennt. Er kann dabei meditieren, sich konzentrieren. Auch auf seinem Tessiner Berg setzt sich Hesse mit der zunehmenden Bedrohung durch die Nationalsozialisten in Deutschland auseinander. Ich bin ein Leidender unter der Not unserer Zeit, nicht aber ein Führer aus ihr heraus. Ich glaube nicht, dass mein Leben ohne Sinn, dass ich ganz ohne Mission wäre. Das Ausharren inmitten des Chaos, das Warten können, die Demut vor dem Leben,
auch wo es durch anscheinende Sinnlosigkeit beängstigt. Auch sie sind Tugende. Nach der Machtergreifung durch Hitler 1933 wird Montagnola Zufluchtsort und Durchgangsstation für unzählige Emigranten aus dem deutschen Machtbereich. Die Betten sind gerüstet. Hesse setzt sich bei der Schweizer Fremdenpolizei für Flüchtlinge ein, vermittelt Visas, gibt moralische und finanzielle Hilfe. Hesse hat gesagt, seine Stellung sei immer zwischen Held und Opfer gewesen. Ja, also, und man muss bedenken, Hesse wurde ja von allen Seiten angegriffen, also von links wie rechts. Und das hat ihn natürlich nicht gefreut, aber es hat ihn nicht abgehalten, ja. Also er wollte weiter in Deutschland publizieren, solange er konnte. Und er hat dann auch immer sich eingesetzt für die Leute, die in Deutschland überhaupt keine Stimme mehr hatten, also sagen wir für Kafka, für Musil. Also er hat sich, also die Deutschen nahmen ihm übel, dass er sich für jüdische oder für Anti-Nazi-Autoren eingesetzt hat, nicht wahr? Und die Emigranten sollen ihm, ich kann mir es gar nicht vorstellen, übel genommen haben, dass er noch länger in Deutschland veröffentlicht hat, solange er konnte. Aber er konnte ja nicht sehr lange. Irgendwann konnte er auch nicht mehr in der Neuen Rundschau schreiben. Und zwischen 39 und 45 waren Hesses Bücher so gut wie verboten. Und das Glasperlenspiel konnte ja nicht in Deutschland gedruckt werden. Also Hesse war in Deutschland komplett aus, ja. Der erste Nobelpreis für Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1946 Hermann Hesse verliehen. Er war auch eine Anerkennung für seinen langjährigen Widerstand des Geistes. In seinen letzten Lebensjahren nahm Hesses Korrespondenz die meiste Zeit in Anspruch. Täglich kamen 100 bis 500 Briefseiten an. Rund 35.000 Briefe hat er selbst bis zu seinem Tod am 9. August 1962 geschrieben. Heute schreiben Hesse-Leser immer noch Briefe. Sie schicken sie aber an den Verlag. Also viele Menschen erkennen sich einfach in der Radikalität, wie Hesse eben mit sich selbst auch umgeht, wieder. Also er ist absolut aufrichtig, er verbirgt nichts, er ironisiert nichts, er distanziert sich nicht. Und das weckt Vertrauen und mir ging es ja selber so, also als ich das erste Buch von Hesse las mit 15 Jahren, war die große Leseerfahrung eigentlich die, woher weiß der das alles von mir, nicht? Also er schildert da zwar seine eigene private Konstellation, seine eigenen Konflikte in der Anpassung gegenüber den Erwartungen der Eltern und der Gesellschaft und so weiter, aber er macht es eben so prototypisch, dass und so genau, dass jeder eigene Erfahrungen wiedererkennen kann. In den 30er Jahren war Hermann Hesse zum letzten Mal zu Besuch in Calw. Die Heimat, die er gekannt hatte, war ein Jugendbildnis und das konnte er hier nicht mehr finden. In der Stadt hat es lange Zeit ein eher zwiespältiges Verhältnis zum berühmten Sohn gegeben. Der internationale Erfolg ließ sich nicht so einfach mit den Werten einer immer noch pietistisch geprägten Gemeinschaft in Einklang bringen. Inzwischen versucht man, zu den internationalen Vermittlern Hesses, zu den Übersetzern, eine Brücke zu bauen. Mit einem Preis, der mit 20.000 Mark dotiert, die unverzichtbar Stillen im Lande ehrt. Die Initialzündung kam eigentlich daher, dass in der Geburtsstadt von Hermann Hesse kein Literaturpreis angeboten wurde und wir dachten, dass es eigentlich auch mit zum Umfeld gehört und zum Image dieser Stadt, dass sie diesen großen Sohn und diesen internationalen bekannten Mann würdigt. Und daraufhin haben wir uns zusammengesetzt mit dem Südwestfunk zusammen und dem Land Baden-Württemberg, um eine gute Idee zu verwirklichen, die eine entsprechende Ausstrahlung dieses Literaturpreises haben könnte, und sind dabei darauf gestoßen, eben, dass man im Sinne von Hermann Hesse Minderheiten bevorzugen sollte. Und das sind zum einen nun die Übersetzer, die nirgends erwähnt werden in der Literatur, und zum anderen die Literaturzeitschriften, die eben ebenfalls einen sehr großen gesellschaftlichen Beitrag leisten, aber auch in einer Randnische sehr unauffällig leben.
Mit einer Weltauflage von über 180 Millionen Bänden ist das internationale Ansehen Hesses auch der Verdienst seiner Übersetzer. Trond Vinje, sein norwegischer Übersetzer, hat sich 18 Jahre lang mit dem Werk Hesses beschäftigt. Das Problem erlebt ich während der Arbeit mit Glasperlenspielen, Entschuldigung, weil ich musste die Arbeit unterbrechen und dann bin ich zurückgekommen und sollte die Arbeit wieder aufnehmen. Und dann habe ich Probleme gehabt und ich habe nicht eigentlich gewusst, was das Problem war, bevor ich verstand, dass ich einem großen musikalischen Werk gegenüberstand. Ich musste die Tonart finden, nicht wahr? Und ich habe sogar Piano gespielt, um herauszufinden, sei es ein H-Moll-Messer, ein A-Moll, D-Moll oder was weiß ich. Und dann habe ich langsam wieder zurück zu diesem mönchischen Leben und diese spezielle musikalische Tonart. Und da ist ein Problem. Also weil Hesse hat ein ästhetisches Niveau in seiner Sprache und das kann schwierig sein, in Norwegisch wieder richtig wiederzugeben. Es handelt sich um Atmosphäre in der Sprache, nicht wahr? Narzis und Goldmund zum Beispiel, es ist sehr dicht und er weicht nie von dieser Atmosphäre ab, nicht? Das ist nicht eine Kugel, aber es ist eine kleine Welt, nicht? Es ist ein Universum. Sie sprachen vorhin von der Tonart von Glasperlenspiel. Ja. Welche Tonart fanden Sie war die richtige? H-Moll. Die H-Moll-Akkorde sind spröde und ganz leicht können man das lässt sich ganz leicht und spröde spielen. Und ich finde Glasperlenspiel mit dem I-Ging-Sequenzen und all das, die Bambushütte und diese Sachen, sie haben etwas ganz Leichtes, Asketisches und leicht bei an sich, nicht wahr? Finde ich. Wie Hesse selbst, asketisch, hager, scheu. H-Moll, ja, stimmt.